Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Hering gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, auch von der Fraktion der Linken. Ihrem Gesetzentwurf, da sehe ich drei Dimensionen betroffen. Selbstredend eine rechtliche Dimension, dann eine gesellschaftspolitische Dimension und ja, der Entwurf wirft logistische und strategische Fragestellungen auf. Not und lassen Sie mich doch erst mal ein bisschen fortfahren, es geht ja schon gleich gut los. Also Not und Leid wurden uns beim heutigen Gedenken für die Erdbebenopfer sehr deutlich vor Augen geführt. Auch humanitäre Verpflichtungen und Solidarität. Deshalb oft kontrovers und emotional geführte Debatten dürfen das nie überlagern. So möchte ich auch jetzt hier aktuell, gerade angesichts dieser großen Herausforderungen und dieses Leids, mit dem sachlichen Austausch, mit sachlichen Argumenten beginnen. Sachlich zu beleuchten ist die rechtliche Dimension Ihres Gesetzentwurfs. Ich stelle fest, zum einen, die Unterbringung in Privatwohnungen bei drohender Obdachlosigkeit, das ist bis jetzt auch schon möglich, unter strengen Voraussetzungen. Das Problem liegt darin, dass es sich gegen Nichtstörer richtet. Und auch Sie heben das ja in Ihrer Begründung zu Absatz 3 hervor, dass ein sehr schwerer Eingriff erfolgt, der sich gegen Betroffene richtet, die aber nicht verantwortlich im Sinne des Sicherheits- und Ordnungsrechts sind. Das ist sehr erheblich. Ich sehe deshalb durchgreifend verfassungsrechtliche Bedenken. Insbesondere auch auf die Verhältnismäßigkeitsebene bezogen, da den Grundrechtseingriffen keine räumlichen oder zeitlichen Grenzen gesetzt sind. Es besteht die Gefahr der Aushöhlung von Artikel 14 Grundgesetz. Eigentümer müssten bei kurzfristigem, auch nur vermutetem Leerstand ein Betreten oder Sicherstellen durch die Polizei befürchten. Bezeichnenderweise Befugnisausweitung der Polizei. Sie haben ja grundsätzliche Probleme mit der Polizei, das habe ich Ihnen schon öfters konstatiert. Aber jetzt ist Ihnen die Polizei gerade recht, hier mal Arbeit zu erledigen, von der Sie sich lieber wegducken wollen. Das Regelausnahmeverhältnis wird regelrecht umgekehrt. An keiner Stelle wird besondere Schutzbedürftigkeit des Eigentums deutlich gemacht. Der Rechtsschutz wird insbesondere durch den Ausschluss der aufschiebenden Wirkung ausgehöhlt. Ich bin jetzt kein Volljurist, aber ich würde aus dem Vorgenannten von einem enteignungsgleichen Eingriff sprechen. Damit komme ich zur gesellschaftspolitischen Dimension. Bereits in Deutschland lebende Familien haben inzwischen Probleme, geeigneten Wohnraum zu finden. Die Lösung dafür aber ist nicht, Reiche oder Hausbesitzer zu enteignen, sondern die Schaffung von Wohnraum wieder bezahlbar zu machen und vor allem es zu ermöglichen und, Frau Sömmitz, ja, es zu beschleunigen. Es auch zu beschleunigen. Dazu gehört auch, lesen Sie sich doch unseren dringlichen Entschließungsantrag vor. Er liegt Ihnen doch auf dem Tisch. Er liegt Ihnen auf dem Tisch. Und dazu gehören auch Gelder, weil Sie, Frau Hoffmann, Sie sich beschwerten, die Durchleitung der Bundesgelder. Die Gelder werden zu großen Teilen durchgeleitet, sind aber auch nötig für die Erstaufnahmeeinrichtungen. Und wenn man jetzt in die Landkreise und Kommunen hört, hängen Unterbringungsnotstände auch mit den nicht abreisenden Flüchtlingsströmen zusammen. Es sind schon keine Appelle mehr, es sind Hilfeschreie. Die Unterbringung von Flüchtlingen und auch die Versorgung fordert uns seit Jahren, seit 2015 und in den vergangenen Monaten ganz besonders, sehen wir wirklich großartige Leistungen unserer Kommunen, vieler Ehrenamtlicher, unserer Bürgerinnen und Bürger. Kein Wort der Linken dazu. Wir sind sehr dankbar und haben großen Respekt. Das sollte man nicht nur deutlich machen. Das müssen wir doch auch mal nach außen tragen. Und Sie sind sich ja Ihrer Sache selbst nicht sicher. Die Linke sieht ja jetzt schon Widerstände gegen ihr Gesetz aufkommen, erkennbar an Klauseln zu Absatz 1 in der Begründung,
aber auch dargelegt direkt im Gesetzestext. Sie sprechen ja schon von Vereitelungsversuchen der Eigentümer durch mögliche Scheinnutzungen, gegen die Sie vorgehen wollen. Sie sehen schon, da tut sich was. Wir greifen hier schon massiv ein. Die Leistungsbereitschaft und die Leistungsfähigkeit unseres Staates, die müssen wir erhalten. Aber wenn Sie zu dem bisher Geleisteten überhaupt keinen Dank äußern, da sehe ich echt die Gefahr, dass Sie gar nicht wahrhaben wollen, welche Gefahren uns drohen, wenn es kippt in der Gesellschaft. Weil es wird doch schon Enormes gebracht, und das seit so vielen Jahren. Und damit zu den logistischen und strategischen Fragestellungen. Also DIE LINKE, sie hört die Hilfeschreie der Kommunen und Landkreise echt überhaupt nicht. Oder sie deuten diese falsch. Es geht nicht nur um Geld, es geht nicht nur um Unterbringung und Wohnraum. Es geht auch um die Versorgung und Betreuung im medizinischen Bereich, in Kitas und Schulen, bei der Benachteiligtenförderung, bei der Integration. Anstelle hierfür Entlastung zu sorgen, die EU und Nachbarstaaten in die Pflicht zu nehmen, bleibt alles wieder am eigenen Staat, an der eigenen Gesellschaft hängen. Mit dem Gesetz, aber Sie müssen doch sehen, wir leisten es doch nicht mehr allein in Hessen. Denn mit Ihrem Gesetzentwurf senden Sie jetzt das Signal in nicht aufnahmebereite Staaten, haltet euch ruhig weiter zurück. Deutschland wird es schon richten. Und wenn wir keine Möglichkeiten der Unterbringung mehr haben, enteignen wir unsere eigenen Leute. Wir brauchen aber gesamteuropäische Lösungen, die mit dem vorliegenden Gesetzentwurf nicht angestoßen werden. Auch Frau Hoffmann hat sehr schön Solidarität Europas oder globale Probleme angesprochen. Ich betone nicht nur unsere humanitäre Verpflichtung. Ich sehe sie auch in hohem Maße umgesetzt, zumindest was Deutschland und Hessen betrifft. Ja, und die akute Not nach dem Erdbeben in der Türkei und Syrien fordert uns zu weiteren Hilfen und Aufnahme. Über diese akute, jetzt bestehende Katastrophenlage hinaus gilt es grundsätzlich mit dem Blick auf ganz Europa, den Zuzug nach Deutschland zu begrenzen. Hoffentlich bringt der Flüchtlingsgipfel unserer Bundesinnenministerin nicht nur auf Deutschland begrenzte Ansätze. Die aktuelle Ratspräsidentschaft unter Schweden hat erste Aussagen in Richtung Zuzug und Sicherung der Außengrenzen getroffen. Leider zögerliches Reagieren oder Herumlancieren der Bundesinnenministerin, das lässt erahnen, dass sie lieber Deutschland und die eigene bereits stark geforderte Gesellschaft in den Blick nehmen will. Darin bestärkt könnte sich Frau Faeser durch diesen Gesetzentwurf der LINKEN sehen, der jegliche Inanspruchnahme der Staatengemeinschaft außen vor lässt und die Verantwortlichkeit allein auf Deutschland und die eigene Bevölkerung zieht. Das ist kontraproduktiv, das ist Tunnelblick, das ist Ideologie, das ist schade, das macht mir Angst. Danke, Herr Hering. Für Bündnis 90 Die Grünen erteile ich Frau Goldbach das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Gesetzentwurf der LINKEN ist sicherlich gut gemeint. Das möchte ich nicht abstreiten. Aber er nützt nichts. Warum ist das so? Nun, um Obdachlosigkeit abzuwenden, ist die Beschlagnahme von Wohnraum – es ist übrigens, Herr Hahn, nicht Enteignung, es ist Beschlagnahme – Beschlagnahme von Wohnraum nach geltender Rechtslage auch jetzt schon möglich. Unter auch genau den Voraussetzungen, die in dem Gesetzentwurf der LINKEN aufgeführt sind. Und die Rechtsgrundlage ist die polizeiliche Generalklausel, das ist § 11 HSOG. Dazu gibt es eine jahrelange ausdifferenzierte Rechtsprechung aller Verwaltungsgerichte. Und sie ist deshalb so ausdifferenziert, weil Beschlagnahme von Wohnraum in die Eigentumsgarantie des Artikels 14 Grundgesetz eingreift und deswegen auch nur unter sehr engen Voraussetzungen zulässig ist. Das steht auch alles in Ihrem Gesetzentwurf. Richtig. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen von der LINKEN, ich sage es noch einmal, es ist jetzt rechtlich schon möglich. Das Problem ist einfach, Ihr Gesetzentwurf hilft den Menschen nicht. Und deshalb können wir ihn auch nicht unterstützen. Mir ist es wichtig, mal einige Dinge klarzustellen. Deutschland
ist eines der wohlhabendsten Länder der Welt. Und wir können und wollen Menschen hier aufnehmen, die von Krieg, Vertreibung, Verfolgung und Naturkatastrophen fliehen. Ich finde es auch ganz wichtig, immer wieder zu sagen, dass so viele Geflüchtete im Moment hier ankommen, ist keine Krise, das ist auch keine Katastrophe, sondern das ist etwas, was schon immer passiert ist und auch jetzt passiert. Wenn Sie nur einmal zurückdenken, 75 Jahre, nach dem Zweiten Weltkrieg sind etwa 12 Millionen Menschen aus Ostpreußen, Schlesien, Pommern und anderen Gebieten nach Deutschland gekommen. Und in manchen Kreisen in Deutschland hat die Bevölkerung sich damals auf der Fläche verdoppelt, in einem völlig zerstörten Land. Das waren Herausforderungen. Und man muss sich das, finde ich, immer mal klar machen. Damals ist es auch gelungen, die Menschen aufzunehmen, zu integrieren. Und inzwischen sind sie vollständig sogar assimiliert. Und heute hat, glaube ich, jeder von uns, von Ihnen, irgendwo in der Familie auch Verwandte, Onkel, Tanten, Omas, Opas, die aus Schlesien oder Ostpreußen oder Pommern gekommen sind. Dann hatten wir in den 80er-Jahren, mit Beginn der 80er-Jahre, gut 2,3 Millionen Russlanddeutsche, die hierher gekommen sind, also Spätaussiedler. Das war auch nicht einfach für diese Russlanddeutschen, denn sie waren immer mit dem Vorwurf konfrontiert, eigentlich Russen zu sein und waren mit Vorurteilen hier konfrontiert, mit denen sie klarkommen mussten. Aber auch das ist gelungen. Jetzt kommen wieder Menschen hierher und suchen Schutz. Insgesamt 2022 1,2 Millionen Menschen in Deutschland. Davon ist der Großteil aus der Ukraine, nämlich 1.024.000 Menschen. 181.000 ungefähr haben Asyl beantragt. So, das heißt, wir haben auch eine ganz andere Relation im Vergleich zu 2015/16. Da waren das nämlich fast alles Asylsuchende. Jetzt sind es hauptsächlich Menschen aus der Ukraine. Die kommen aus einem Kriegsgebiet. So, und wir wollen und werden es schaffen, diese Menschen hier unterzubringen. Deren langfristige Perspektive, die sie selber sehen, ist ja auch, sie wollen natürlich wieder in ihr Heimatland zurückkehren. Aber erst mal müssen wir für diese Menschen sorgen und sie unterbringen. Und ich möchte mal ein paar Dinge sagen, was Hessen, was die Landesregierung und die regierungstragende Fraktion auch dafür tun, um Geflüchtete hier zu unterstützen. Wir haben schon in der letzten Legislaturperiode die Pauschalen für die Kommunen zur Unterbringung von Flüchtlingen stark angehoben. Wir haben für weitere nach dem Landesaufnahmegesetz aufzunehmende Personen, die schon einen Schutzstatus haben, ein Integrationsgeld von einmalig 3.000 Euro eingeführt. Wir haben uns auf, und das ist jetzt wichtig, die Weiterleitung von Bundeshilfen zusammen mit den Kommunen verständigt. Also das Land leitet etwa 790 Millionen Euro im laufenden Jahr weiter. Davon sind 600 Millionen Landesgeld. Nochmal die Zahlen, 790 Millionen gehen an die Kommunen, davon sind 600 Millionen Euro Landesgeld. Nur damit es mal ganz klar ist, wenn hier Leute sagen, das Bundesgeld muss mal weitergeleitet werden. In 40 Kommunen haben wir Integrationslotsen, die dort Menschen mit Migrationsgeschichte unterstützen. Und es werden jedes Jahr neue IntegrationshelferInnen ausgebildet. Mit den Aktionsplänen zur Integration von Flüchtlingen und Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts haben wir wirklich mit einmaligen Programmen auch bundesweit Schutzsuchenden geholfen und ermöglichen eine Integration mit dem Ziel einer offenen und vielfältigen und heterogenen Gesellschaft. Das waren wir schon immer und das werden wir auch in Zukunft sein. Ein zentraler Schlüssel zur Integration ist auch die Sprache. Deswegen haben wir das landeseigene Sprachprogramm mit Sprache Deutsch for You. Das sind niedrigschwellige Deutschkurse. Es gibt auch eine Kinderbetreuung, ganz wichtig, wenn die Erwachsenen die Deutschkurse besuchen. Und viele Maßnahmen mehr. Was natürlich auch eine Rolle spielt, ist Wohnraum. Natürlich brauchen wir zusätzlichen Wohnraum. Wir haben gerade in den dicht besiedelten Kreisen und vor allem in den Städten einen Wohnraummangel. Also müssen wir bauen. Und da ist einiges passiert in Hessen. Die Investitionen in geförderten Wohnraum, auch noch mal ein paar Zahlen, sind von 54 Millionen im Jahr 2011 auf 334 Millionen in 2022 gestiegen. Und in den kommenden zwei Jahren stehen für die soziale Wohnraumförderung 430 Millionen Euro in 2023 und 455 Millionen Euro zur Verfügung. Das heißt, insgesamt 2019 bis 2024 in Hessen 2,7 Milliarden Euro für Wohnraumförderung. Und das ist so viel wie noch nie vorher.
Es geht, was das bringt. Sie sagen, Geflüchtete brauchen Wohnraum. Und ich antworte Ihnen, was macht das Land Hessen, um Wohnraum zu fördern? Darüber hinaus braucht es jetzt, um Ihre Frage zu beantworten, Frau Kollegin, braucht es jetzt eine gemeinsame Kraftanstrengung von Bund, Ländern und Kommunen, um aktuell die Menschen unterzubringen. Es ist schwierig, ohne Zweifel. Und ich finde es auch nicht schön, wenn erst einmal Zelte aufgestellt werden. Aber wir werden das schaffen. Von daher finde ich das auch gut, dass am Donnerstag ein Flüchtlingsgipfel stattfinden wird, an dem ja auch unser Innenminister und unser Integrationsminister teilnehmen werden. Und ich hoffe sehr, dass wir dann ein paar konkrete Vorschläge und Konzepte haben, um auch kurzfristig die Unterbringung von Geflüchteten besser in den Kommunen zu organisieren. Wir arbeiten daran, aber mir ist das Wichtigste zu sagen, die Haltung ist ganz klar. Wir sind ein Land, ein wohlhabendes Land, und wir sind ein humanitäres Land. Wir nehmen Menschen auf, die fliehen müssen vor Krieg, vor Vertreibung aus Krisengebieten. Das ist unsere Verantwortung, und dazu werden wir auch weiterstehen. Danke, Frau Goldbach. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister Beuth das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich finde, Frau Kollegin Goldbach, an der humanitären Leistung dieses Landes dürfte angesichts der Zahlen der Aufnahme im letzten Jahr kein Zweifel bestehen. Da können wir auch ein Stück weit stolz drauf sein. Ich will nur ein paar wenige Bemerkungen machen. Der Gesetzentwurf zielt auf die Sicherstellung privater Grundstücke und Gebäude zur Flüchtlingsunterbringung. Gemeint ist aber, das muss man dann eben auch so klar und deutlich benennen, die Enteignung von Wohnungs- und Grundstückseigentümern. Denn der vorliegende Gesetzentwurf zielt am Ende auf die Entziehung eigentumsrechtlicher Positionen zur Inanspruchnahme für öffentliche Zwecke. Eine derartige Enteignung ist, das schreibt das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland vor, in Artikel 14 Absatz 3 Satz 1 nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Es muss folglich ein besonders schwerwiegendes öffentliches Interesse vorliegen. Zudem fordert Artikel 14 Absatz 3 Satz 2, dass das Gesetz, das die Enteignung regelt, zugleich Bestimmungen über Art und Ausmaß der Entschädigung enthält. Beides ist mit Blick auf den vorliegenden Gesetzentwurf nicht gegeben. Der Gesetzentwurf liefert auch keinen brauchbaren Lösungsansatz, weder allgemeiner Art noch für das spezifische Problem des Mangels an bezahlbarem bzw. sozialem Wohnraum. Das ist in erster Linie eine Finanzierungsfrage. Und hierauf hat Hessen mit Rekordmitteln für den sozialen Wohnungsbau eine gute Antwort. Mein Kollege Staatsminister Al-Wazir hat erst letzte Woche berichtet, dass im Jahr 2022 die Zahl der Sozialwohnungen in Hessen erneut zugenommen hat. 2021 gab es demnach erstmals wieder 800 Sozialwohnungen mehr in Hessen. Im vergangenen Jahr kamen erneut 1600 hinzu. Dies ist möglich, weil in den vergangenen Jahren zahlreiche Instrumente der Wohnungspolitik hierfür genutzt wurden. Unter anderem wurden die Fördermittel für den sozialen Wohnungsbau kontinuierlich erhöht und mehr als vervierfacht. 2014 wurden noch 76,6 Millionen € zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2022 waren es bereits knapp 350 Millionen €. Darüber hinaus wurden die Mittel für den Erwerb sogenannter Belegungsrechte kontinuierlich erhöht. 2023 im Haushalt 17 Millionen €, mehr als dreimal so viel wie noch im Jahr 2014. Mit dem Geld zahlt das Land Hessen Eigentümerinnen und Eigentümer einen Zuschuss, damit die Wohnung eine Sozialwohnung bleibt oder eine Sozialwohnung wird. Meine Damen und Herren, ungeachtet dessen ist das HSOG auch nicht der geeignete Regelungsort für diese Thematik. Wenn überhaupt, dann müsste das Vorhaben in einer spezialgesetzlichen Vorschrift unter den Bedingungen, die ich eben geschildert habe, geregelt werden. Frau Kollegin Sönmez hat vorhin darüber gesprochen, wo es an anderer Stelle eine solche gesetzliche Regelung schon gegeben hat. Der hier vorliegende Gesetzentwurf ist sehr stark an die gesetzlichen Vorlagen des § 14a des Gesetzes zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung der Hansestadt Hamburg sowie des § 26, Frau Kollegin Sönmez, des bremischen Polizeigesetzes angelegt. Beide Vorschriften stammen aus dem Jahr 2015 und sind beide mittlerweile aufgehoben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Gesetzentwurf der LINKEN ist im Ergebnis von vornherein überflüssig. Und er ist untauglich
das von Ihnen hier beschriebene Problem am Ende zu lösen. Aber Sie haben es selbst gesagt, wir werden diese Woche noch an unterschiedlichen Stellen über die Frage von Unterbringung von Flüchtlingen diskutieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Wir sind am Ende der Aussprache zur ersten Lesung angelangt und überweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den Innenausschuss, mitberatend in den SIA. Kein Widerspruch, dann machen wir es so. So, meine Damen und Herren, bevor ich den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufe. Es ist Ältestenrat beantragt worden seitens der AfD-Fraktion. Mir liegt jetzt mittlerweile auch der Protokollauszug vor. Nachdem ich den Protokollauszug studiert habe, habe ich ein ganz großes Fragezeichen in meinem Kopf, weshalb Sie eigentlich Ältestenrat beantragen wollen. Deswegen bitte noch mal begründen, warum möchten Sie einen Ältestenrat einberufen? Herr Präsident, ich möchte den Ältestenrat einberufen, weil hier die Redezeit genommen wurde. Ich wurde zweimal ermahnt und ich habe zum Thema geredet. Es geht doch, Herr Frömmrich, ich bin am Reden. Es ging um das koloniale Erbe und da muss ich auch manchmal ausholen, um das darzulegen, damit auch ein Verständnis da ist. Die Redezeit steht mir zu und deshalb bitte ich darum, dass wir das im Ältestenrat thematisieren. Danke, Frau Sommer. Herr Präsident, vielen Dank. Also ich verstehe auch nach der Erläuterung von Herrn Dr. Grobe nicht, warum der Ältestenrat einberufen wurde, ist zumal der Präsident, der amtierende Präsident zu diesem Zeitpunkt Ihnen nicht das Wort entzogen hat. Es gab zwei Rufe zur Sache, wenn ich mich recht erinnere. Danach haben Sie weitergeredet und haben freiwillig das Rednerpult verlassen. Das heißt, geht Ihr Einspruch gegen den Sachruf? Das ist nochmal meine Frage, weil sonst kann ich nichts erkennen, warum der Ältestenrat tatsächlich tagen sollte. So, Vizepräsident Hahn hat sich gemeldet. Drück mal bitte da irgendwo drauf. Jetzt kurz. Vielen Dank für die Intervention von Frau Dr. Sommer, weil der Vortrag einfach falsch war des Kollegen. Wir haben in keinster Weise ihm das Wort entzogen, sondern einmal angemahnt, zum Thema zu sprechen, zum zweiten Mal angemahnt, zum Thema zu sprechen. Und dann habe ich versucht, zum dritten Mal zu mahnen. Und da sind Sie erzürnt vom Pult weggelaufen und haben erklärt, das müsse jetzt ein Ältestenrat. Also der Sachverhalt ist ein ganz anderer, als Sie ihn eben dargestellt haben. Ihnen wurde nicht das Wort entzogen. Danke, Herr Hahn. Herr Felstehausen. Dazu hat Frau Sommer und Herr Hahn alles und abschließend gesagt. Auch wir sehen überhaupt keinen Grund, jetzt irgendwie eine Unterbrechung der Sitzung und eine Ältestenratssitzung einzuberufen. Okay, nachdem der Sachverhalt hier ansatz... Habe ich eine Wortmeldung übersehen? Entschuldigung, Herr Bellino, bitte. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich hatte Ihr Kopfnicken so verstanden, dass Sie es gesehen haben. Entschuldigung. Ich möchte auf das verweisen, was ich in der ersten Debattenrunde zu diesem Thema gesagt habe, unabhängig von der sachlichen Aufklärung, die wir eben gehört haben, die ja auch protokolliert wird, ist hier kein Zeitverzug festzustellen. Und man kann das von mir aus im Ältestenrat noch mal besprechen. Aber wir haben heute, morgen und übermorgen Wichtigeres zu tun, als unsere Zeit dort zu investieren. Es ändert sich ja nichts. Wir haben die Zeit, wir können darüber noch sprechen. Ich sage das vorhin aus, muss ich jetzt sein. Danke. Noch mal Herr Lambrou. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Einfach nur eine Verständnisfrage, weil ich diese Debatte im Moment nicht ganz verstehe. Sie nimmt ja auch den Ältestenrat vorweg. Sie hatten eigentlich die Entscheidung, wenn ich Sie richtig verstanden hatte, eben schon getroffen, dass wir nach diesem Top, wenn das Protokoll vorliegt, in die Sitzung des Ältestenrates gehen. Das würde ich dann jetzt gerne auch sehen, mit Ihrem Einverständnis. Das ist richtig, aber ich habe auch gesagt, dass ich das Protokoll vorlesen muss. Und ich habe auch jetzt eben gesagt, ich sehe jetzt, nachdem ich das Protokoll vorliegen habe, keine Veranlassung und entscheide jetzt als amtierender Präsident, dass Sie
schriftlich Widerspruch einlegen können gegen den Zuruf zu Ihrem parlamentarischen Geschäftsführer, Herr Dr. Grobe. Und wir uns dann im nächsten regulären Ältestenrat damit beschäftigen werden. Und hiermit beende ich diese Debatte und rufe jetzt den nächsten Tagesordnungspunkt auf.